Will ich da rein? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war eine blöde Idee. Hey Freunde, mein Name ist Stefan und willkommen zu The Park, einem Horrorspiel von einem Entwickler, der bisher Online-Rollenspiele und Adventures gemacht hat. Nichtsdestotrotz sieht das hier sehr gut aus und wir finden raus, ob es wirklich so gut ist und ob es auch Spooky Scary Skeletons gruselig ist. Okay, neues Spiel. Und uns wird gesagt, dass das hier eine narrative Erfahrung ist, die man am besten im Dunkeln mit Kopfhörern spielt. Die Kopfhörer sind da, dunkel ist es leider nicht, ist aber auch egal. Es könnte für manche Leute etwas verstörend sein und es ist ganz normal, dass das Spiel Grafik und Sound und die Steuerung manipuliert. Das heißt nicht, dass einer von euch auf Drogen ist, ganz ruhig. Okay, es lädt. Das ist ein recht formschönes Riesenrad mit Geisternebel. Ich sehe, wo das hinführt. Ich schätze, wir gehen in einen Park, das ist, denke ich mal, bei dem Titel schon offensichtlich. Okay. Funcom präsentiert. In my heart and mind, I always return to Atlantic Island Park. Where's Mr. Bear? I haven't seen Mr. Bear, Callum. Was habe ich für Jeans an? Stay in the car. Go and ask information. Bin ich im Spiel tatsächlich? Ich kann mich bewegen und wir sollen anscheinend irgendwas da hinten nachfragen bei diesem Haus. Das ist also mein Sohn, ja? Anscheinend. Und er sucht nach Mr. Bear. Mr. Bear steckt leider in Among the Sleep fest und ist dort mein treuer Companion gewesen. Ich bin mir aber sicher, er kommt wieder. Wo guckst du hin? Der hat sowas von diesem gruseligen Horrorfilmkind. Keine Ahnung. Okay. Ich gehe dann mal fragen in diesem komischen Haus da hinten. Ach, das gehört zu dem Park. Atlantic Island Park, Tatsache. Atlantic Island Park, Bingo. Bingo! Attention, patrons. The park is now closed. Der Park ist geschlossen. Warum genau gehe ich dann dahin? Der Park wird geschlossen. Warum genau gehe ich dahin? Warum will ich da noch rein, wenn doch eh zugemacht wird? Okay, linke Maustaste, um zu interagieren. Ich kann hier was untersuchen anscheinend, in so einer Plakette. Aha. A tribute to the untamed heart of Solomon Island and the people who use their talents to bring the dream of Nathaniel Winter to life. May this park be a place where joy and laughter are gathered and used to infect all those who follow after. All of those who follow after. Aha, das ist also quasi... was der Gründer von dem Park gesagt hat, vermutlich. Okay. Ich teste mal ganz kurz. Oh ja, Tatsache. Ich habe Beine. Hallo? Warum wird alles unscharf? Bist du der Typ, den ich fragen soll? Hi? Lorraine. Lorraine. Woher kennt der meinen Namen? Don't blame yourself, Lorraine. People lose things all the time. Take a deep breath. Think about the last place you saw your son's teddy bear. Hey, was? Stop! I think your boy just ran into the park. I'll unlock the gates for you. Ach so. Ja toll, jetzt bin ich wieder hier unten. Ach, der wollte mir jetzt helfen, diesen Teddybär zu finden. Stattdessen ist mein Sohn jetzt da in den Park reingelaufen. Das ist toll. Du bist mir irgendwie unheimlich. Darf ich das loswerden? Er kümmert sich nicht groß darum. Okay, cool. Aber ich habe Beine. Das gibt's nicht in jedem Horrorspiel. Das ist schon mal gut. Rechte Maustaste, um nach Callum zu rufen. Wait up there for Mommy, Callum. Over here. Das ist ja wie Heavy Rain. Und wann immer ich das mache, sehe ich irgendwelche Hinweise. Okay, cool. Ich kann nach meinem Sohn rufen. Read Flyer. Ach, dann sehe ich immer das, was ich benutzen kann anscheinend, wenn ich das mache. Tatsache. Dann kommt da so eine Blase oben drüber. Das ist... viel zu klein ist, dass ich das alles lesen kann. Chat the Chipmunk recommends. Chat der Chipmunk. Sieht zum Glück gar nicht gruselig aus, das Vieh. Welcome to Atlantic Island Park. Bla 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 bla. Enjoy Nathaniel Winter. Also so ein Werbeflyer anscheinend. Toll. Ich muss meinen Sohn finden. Das ist doch eigentlich die Quest hier. Okay, Rolltreppe. Kann mich nicht bewegen. A line drawn between the real world and the world of whimsy within. On this side, the apathy of our everyday lives. And on the other, anything we might dare to dream. It's no wonder Callum ran back inside. I wouldn't want to leave either. Ah, ich verstehe. Attention employee, the park is now closed. Have a safe journey home.
Wir wollten hier gar nicht rein. Wir sind gerade von hier gekommen. Unser Sohn ist wieder reingelaufen. Was passiert? Ich habe keinen Trip zur Hölle gebucht. Ich wollte nur hier rein und den Bären finden. Und meinen Sohn, der hier reingelaufen ist. Warum ist auf einmal Nacht? Hier geht der Horror los, richtig? Ich dachte jetzt, das lässt mir ein bisschen mehr Zeit. Okay, cool. Wir sind in der Horrordimension gefangen. Schön. Das sieht gar nicht gruselig aus. Dank Unreal Engine 4 sieht das sehr gruselig aus. Was ist das denn für ein beklopptes System? Ich toggle das Rennen? Ich kann nicht sprinten. Also es ist nicht so, dass ich es halte und dann sprinte ich. Es ist so, dass ich es einmal drücke und dann sprinte ich. Was ist das denn für ein System? Okay. Jetzt höre ich ihn nicht mehr. Jetzt höre ich keine Antwort mehr von ihm. Nee, ich kriege keine Antwort mehr. Ich kriege auch keine Hinweise. Aha. Hier bin ich. Das ist toll. So groß ist der Park anscheinend nicht. Ich kann da vorne links oder rechts. So. Mein Sohn soll ich finden, ja? Das ist ein bisschen gruselig, ehrlich gesagt. Ich bin eh nicht so der größte Fan von Vergnügungsparks, sondern das hier. Ach, da ist mein Sohn. Bleib stehen, das ist ein Horrorpark. Bist du überhaupt echt? Bist du eine Illusion? Willst du mich umbringen? Ich sehe keine Hinweise hier. Hier gibt es also nichts, was ich angucken könnte. Ich gehe mal links. Ich gehe mal hinter ihm hinterher. Auch wenn das wahrscheinlich eine Falle ist und zu meinem sicheren Tod führt. Aber okay. Jetzt wird es Zeit zu rennen. Damit es ein bisschen schneller geht. Was ist das denn? Ich habe das gehört da rechts. Da hat irgendwas im Gebüsch geraschelt. Ich fühle mich nicht wohl. Ich fühle mich hier echt nicht wohl in dem Park. Sind die Vögel aus dem Mund rausgekommen? Das ist ganz normal. Das ist ganz normal. Das ist kein Grund zur Beunruhigung. Cool. Was? Carrie Killian ist Satans Whore. Aha, also Carrie Killian ist die Hure Satans. Ganz toll. Da schreibt sowas Nettes. Stop! Callum! Catch me, Mommy! Rechtsklick, um zu Callum. Also, toll. Kann ich hier... Habe ich eine Lampe? Ich will da nicht rein, ich habe keine Lampe. Ich will da nicht rein. Guck dir mal, wie gruselig das ist. Tu mir nichts an, Spiel. Wir sind noch keine 10 Minuten hier. Okay. Okay, ich brauche jetzt eine Taschenlampe. Warum stört jetzt meine Sicht wieder? War da was hinter mir? Ich weiß doch auch nicht. Ich weiß nicht, wie ich das Spiel angehen soll. Also ich weiß nicht, wie der Weg, ich kenne den Weg nicht, wie mich das Spiel erschreckt, wollte ich sagen. Weißt du, er gibt mir die ganze Zeit eine Antwort, aber ist halt irgendwo verschollen. Bin ich in einer Geisterdimension? Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, um was es geht, was die Story ist. Keine Ahnung, was weiß ich. Ich höre die ganze Zeit Vögel. Das reicht mir schon, das ist schon gruselig genug. Was sind es hier für Mülltüten immer? Hat da irgendwie einer seinen Hund hier hingelassen, anstatt irgendwie das dann mitzunehmen? Hat das auf die Straße geschmissen oder was? Was weiß ich? Examine Schuh. Ein Schuh. Ein Schuh von Callum. Ich teste mal kurz was. Come back. Come on, this way. Ich krieg seine Antwort, aber hier liegt ein Schuh von ihm. Ist das ein böser Klon, der mir die Antworten gibt, oder was? Das bist du. Eine Plakette. Just a drunk guy in a suit. Chad the Chipmunk welcomes you to the Atlantic Island Park. Chad can be seen in daily... Was? In daily ice... Was steht da? Skeleton shows in the following locations. Ach so! Ice Sculpting. Hier, Skulptur, Eisskulptur. Oh Gott, mein Englisch ist gerade ein bisschen kaputt. 11 a.m. Sideshow Alley, 1 p.m. The Octotron, 3 p.m. Park Entrance. Was? Chad the Chipmunk, worst in class. Chad can't... Was? Can't even seem to pass. Chad gets angry, likes to fight. Chad is beaten every night. Chad will have a dead-end job. Chad will die a useless slob. Okay, da hat irgendeiner so ein böses Gedicht hingeschrieben. Chad der Chipmunk, der schlechteste in der Klasse. Chad kann, also kriegt's nicht hin, kommt nicht durch. Chad wird sauer, kämpft gern. Chad wird jede Nacht verprügelt. Chad wird einen Job haben, bei dem es nicht weitergeht, also nicht befördert werden. Und er wird als nutzloser, ich übersetze es mal auf schönes Deutsch, Penner sterben. Du bist nicht da drüben, du lockst mich doch nur an. Was ist? Hat da gerade was? Das ist die Laterne, was dieses Geräusch macht. Will ich hier rein? Ich kann hier gar nicht rein. Ich kann hier nicht rein. Okay, cool. Read handwritten note. Ich kann das nicht lesen, Spiel. Das ist erstens zu unscharf und zweitens zu klein. Ich spiele das im Fenster. Ich sehe nicht, was da steht. Ich kann das nicht lesen. Ich sehe hier
Das erste Wort des zweiten Absatzes ist Mai. Das kriege ich gerade noch hin, danach war es das. Auch wenn ich höre gerade extrem komische Geräusche. Aus dem Lautsprecher. Ah! Okay, tut mir leid. Cool. Ist ein toller Horrorpark, den ihr hier aufgezogen habt. War das euer Ziel? Wenn ja, 1A. 1A. Wirklich cool. Jetzt kommt keine Antwort mehr. Jetzt ist er tot. Ich habe gerade Gelache gehört. Wer lacht mich hier aus? Ich habe gerade Gelache gehört. Wo ist der denn? Ach, ist der da drauf gegangen oder was? Dieses Schiff. Soll ich da auch hin? Soll ich? Darf ich? Kann ich? Ich will da mitfahren. Das hält für mich an, oder? Hält's für mich an oder fährt's einfach weiter? Ich will da hin. Da. Ride Swan. Swan. Okay, ich kann da mitfahren. Ich mach das einfach mal. Was weiß ich, wieso? Ich will eigentlich meinen Sohn finden und jetzt hier nicht irgendwelche komischen Attraktionen bewundern. Aber okay, wenn ich's machen kann, mach ich's. Ist zum Glück gar nicht unheimlich oder so. Nicht im geringsten. Nee. Alles klar. Will ich da rein? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war eine blöde Idee. Eine richtig blöde Idee. Warum mache ich das? Als ob mein Sohn irgendwo da drin ist. Kannst du mir nicht erzählen. Seine Stimme kommt eh immer von vor mir. Egal, wo ich hinschreie. Von daher ist er eher omnipräsent. Süße Geschichte. Named Gretel. Ah. They were very poor and had very little to bite or sup. What will become of us? The woodcutter asked his wife one night. I tell you what, husband, we will take the children into the thickest part of the forest tomorrow and abandon them there. No, my wife, I cannot. Was passiert? Ich wollte das jetzt eigentlich nur hören. Was ist gerade passiert? Bin ich an irgendwas rangefahren? Hansel und Gretel overheard their parents talking, and Gretel began to weep. Do not fret, Gretel, Hansel said. He crept out of the hut and gathered white stones from the ground to fill his pockets. Aha. Es geht mir ein bisschen zu langsam in dieser dunklen Hülle. Gib Gas, Mistding. The next morning, woodcutter leads the children into the forest. Before they leave, their mother gives them a slice of bread and warns them that they will get no more food that day. Uh-huh. Clever Hansel leaves a trail of white stones behind them as they pass into the woods. When their father leaves them, the children wait a while, then follow the trail back to their parents' house. Uh-huh. After receiving a thorough scolding from their parents for getting lost in the woods, the children are sent to bed without any supper. Hansel tried to sneak out and collect more white stones, but found that the door was locked. Tomorrow I will take them into the woods myself, the wife told the woodcutter. In the morning, their mother gave them a slice. Mir wird hier drin immer unwohler, kannst du sagen, was du willst. Was? Was? Hansel broke his bread in was? Hilfe! Ich kann mich nicht mal umdrehen. But hungry-eyed birds snatched up the breadcrumbs and his trail was destroyed. Aha. Schöne Geschichte. Abandoned by their parents and unable. Wo geht's raus? Ich will hier raus. The children wandered in the forest for 3 days. Aha. Hänsel und Gretel gingen in den Wald. Weiter weiß ich den Text nicht. Der ist nämlich so alt. Sie kamen an ein Häuschen. Ich werde gleich erschreckt. Hilf mir hier raus. Ich zahle auch in bar. Weiß auch nicht. Nibble, nibble,
at my house. Der Typ klingt wie meine Oma. An old woman emerged from the house, sniffing the air and peering around with cloudy eyes. Die Hexe. Oh, you dear children, who brought you here? Just come in and stay with me. No harm will come to you. But Hansel and Gretel stayed back. For the old ich bin hier rausgebettlich, Gast, du Mistkiste. Their cruel mother. Come, children, don't be afraid. I have something for you. The old woman offered them two enormous lollipops. The children took them and began to eat. You see, nothing to fear here. Come inside, the old woman urged, and the children, still licking their sweets, followed. Ich fühle mich extrem unwohl. Gib endlich Gummi! Was habe ich gerammt? Ich zahle den Schaden. Was habe ich gerammt? Ich habe irgendwas gerammt. Irgendwas hat mich gerammt. Keine Ahnung. Fass mich nicht an. And put Gretel to work, sweeping. Ich will gar nicht wissen, was ich alles übersehen habe, als ich mal da hochgeguckt habe. Hat mich ihr was beobachtet? Ist hier irgendwas? Gib Gas, Mann! Ich sehe meine Beine. Gib Gummi! Dahin ist der Ausgang. Fahr zu! The witch, for her part, grew impatient. Today I will cook and eat your brother, Gretel. Climb inside and light the oven. Bester Bösewicht der Welt. But Gretel pretended not to understand. Heute werde ich deinen Bruder essen. Komm, geh doch schon mal rein. Where is the opening? Fool, the old witch said. The opening is. Gib Gas! And she moved to show Gretel. Ah, stimmt. Das Ende. And the old crone tumbled forward into the oven. Gretel slid a large iron bolt over the door to the oven. Und danach wurden sie Hexenjäger. Hat mir der Film erzählt. Together they lit a fire beneath the oven. And though she screamed and begged, the children sat by the oven until her scream. Danach waren beide geisteskrank und mussten wegen PTBS in die Psychiatrie. Darf ich gehen? And then because even children can't survive on sweets, they divided up the body of the old witch and ate her. Nom 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 nom. Ich bin raus, ohne größere Zwischenfälle, außer Gewackel und Geräusche. Was genau hat's mir gebracht? Ich kenne jetzt die ganze Geschichte von Hänsel und Gretel, das ist toll. Die Hallo, Schwan? Süßes Tier. Süßes Tier. Setz mich am Pier ab und ich gehe. Wir sehen uns nie wieder. Bitte dreh dich nicht nochmal um. Bitte dreh dich nicht nochmal um. Das ist alles extrem weird, aber irgendwie cool. Ich weiß auch nicht, das ist so. Ich bin gespalten. Darf ich gehen? Bitte? Die bleibt so ruhig. Bremst einfach, lass mich einfach gehen. Lass mich einfach aussteigen. Oh, es ist vorbei. Was für eine Horror-Tortur. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. Swans, Gingerbread and Chocolate. Toll. Hau einfach ab, fahr zu. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Okay, cool. Hat mir jetzt auch nicht viel gebracht. Du warst doch. Das kam doch von hier vorhin. Hansel und Gretel. I used to read it to Callum when the electricity was shut off. Aha. Those poor children. The whole world against them. The forest. The Aha. birds. The old witch, uh-huh. even their own parents. Uh-huh. I used to imagine that Callum and I were the kids in that story. Uh-huh. Not mother and son, but brother and sister, hand in hand against the unkind world. Uh-huh. We were always hungry, looking for our own house made of candy, looking for the sweetness that could take the pain away. Uh-huh. Hunger leads people to desperate, terrible places, where the tree branches reach like claws. Uh-huh. Die macht sich ein bisschen viele Gedanken dafür, dass sie in einem gruseligen Freizeitpark bei Nacht ist und der Schwan sie gerade angeguckt hat, als will er sie zum Frühstück fressen. Okay, wir sind bei diesem, wie heißt es, Tunnel of Tales
vorhin war dieses House of Horrors, aber da kommen wir wahrscheinlich erst zum Schluss rein, nachdem wir einmal ganz so außen rumgelaufen sind und dann wahrscheinlich irgendwo hier eine Taschenlampe gefunden haben, weil da wollte sie ja einfach so nicht rein. Okay, als nächstes kommt das Octotron. Das klingt wie Octodad. Haben die hier eine Octodad-Attraktion? Okay, wir gehen zum Octotron, aber erst beim nächsten Mal hier bei The Park. Danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr die Erlaubnis zum Like-Button aufs Maul zu hauen. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut. Und ciao. Bitte Rettung in letzter Sekunde. The End. Ja! Achievement Unlocked Rescue Time. Fuck, ist das das Militär? Oh. Es sind Soldaten, ich bin safe. Fuck, yeah. Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Ich wurde vom Militär gefunden.